Ziel ist es bei solchen Umfragen immer nur, ein Abbild sozusagen der Gesamtbevölkerung zu liefern. Und leider kommt das nicht immer überall bei allen Leuten an. Also wir haben dann durchaus auch E-Mails erhalten mit dem Tenor, ihr schreibt doch sowieso nur das, was die Politik euch diktiert. Und nein, das machen wir natürlich nicht, sondern wir bilden das nur ab. Grundsätzlich sehen wir jetzt auch, dass bei uns in unserer Umfrage durchaus viele Leute auch dabei sind, die vielleicht in anderen Umfragen nicht so leicht reinkämen. Also wir haben durchaus auch Personen drin, die bei den Querdenkern zum Beispiel dabei sind oder die Widerstand 2020 als Wahlabsicht angegeben haben. Und auf diese Weise ist es uns durchaus möglich, ein relativ gutes Bild von ganz der gesamten Bevölkerung eben zu zeichnen. Grundsätzlich sehen wir, dass die Maßnahmen, die die Regierung betroffen hat, gut ankommen bei der Bevölkerung. Und wir sehen hier auch relativ wenig Veränderungen zwischen unserer ersten Befragungswelle im Mai und unserer zweiten Befragungswelle im November. Man muss hier allerdings unterscheiden zwischen den Maßnahmen, die sozusagen auf die Gesundheit ausgerichtet sind, und den Maßnahmen, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie begrenzen sollen. Bei denen, die die Gesundheit betreffen, ist es so, dass die Bevölkerung ziemlich geteilt ist. 30% in etwa sind der Meinung, die Maßnahmen wirken auf jeden Fall. Die anderen 30% sind da nicht der Meinung. Und dann haben wir noch mal etwa 30%, die sich keine sonderliche Meinung bilden. Bei den wirtschaftlichen Maßnahmen ist es andersrum so, dass die meisten Leute schon eher skeptischer sind, ob diese Maßnahmen wirklich wirken. Besonders interessant ist natürlich, wenn man sich auch anschaut, ob die Maßnahmen als übertrieben wahrgenommen werden. Das sehen wir in der Gesamtbevölkerung nicht. Wir sehen aber deutliche Unterschiede, wenn wir uns die Bevölkerung nach unterschiedlichen Wählern anschauen. Und da sehen wir eben, dass diejenigen, die Union, also CDU, CSU, SPD oder Grüne wählen würden, bei denen sagen nur 15% etwa, die Maßnahmen wären übertrieben. Bei den Linken sind es so 20%, bei der FDP an die 50% und bei der AfD sind sogar über 70%. Zudem sehen wir, dass gerade bei den letzten drei Parteien diese Anteile gewachsen sind seit unserer Mai-Umfrage. Das heißt, wir sehen jetzt eine stärkere Polarisierung letztlich in der Bevölkerung, was dieses Thema der Corona-Maßnahmen anbelangt. Man sieht, dass die generelle Belastung sich zwischen Mai und November fast gar nicht verändert hat. Wenn es um finanzielle Auswirkungen geht, sind die Belastungen auch nicht so sonderlich hoch. Sie sind allerdings vorhanden. Die allergrößten Sorgen zeigen die Leute jedoch bei der Frage, ob die wirtschaftliche Situation in Deutschland und auch die gesellschaftliche Situation, was die soziale Ungleichheit anbelangt, ob die anwachsen. Und davor hat die Bevölkerung viel mehr Angst noch als vor den persönlichen Konsequenzen der Corona-Krise für sich selbst. Generell zeigt unsere Untersuchung, dass ein Großteil der Bevölkerung den etablierten Medien, den Qualitätsmedien, den Zeitungen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch offiziellen staatlichen Stellen wie dem RKI große Glaubwürdigkeit schenkt, großes Vertrauen schenkt. Wir sehen aber hier wiederum, wie auch bei vielen anderen Fragen, einen deutlichen Unterschied zwischen den Anhängern unterschiedlicher Parteien. Also es ist beispielsweise so, dass Union, SPD, Grünen-Anhänger zum überwiegenden Teil wirklich diesen etablierten Medien Glauben schenken. Bei den Anhängern der Linken und der FDP ist das schon ein bisschen weniger der Fall. Bei denen von AfD ist das extrem niedrig ausgeprägt, dieses Vertrauen. Und gleichzeitig, und das ist sozusagen das Interessante, die Anhänger von AfD und eben auch von diesen Querdenkergruppen, die vertrauen, wenn überhaupt, neuen Medien, Social Media, YouTube und Internetblogs, also gerade den Quellen, denen die anderen nicht vertrauen. Und auch da sieht man eine deutliche Polarisierung, also nicht nur in den Einstellungen, sondern auch, wo diese Einstellungen am Ende herkommen.